Das heutige Smartphone ist vielleicht das beste Smartphone des Jahres. Hätte es da nicht ein Problem? Wir sprechen heute über das IQOO 10 Pro. Warum es so gut ist und welches Problem es genau hat, das erfahrt ihr heute. Also bleibt dran, mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über das IQOO 10 Pro. Das vielleicht beste Smartphone im Jahr 2022. Es ist nicht nur ästhetisch aufgrund seines BMW-Outfits, das wir bereits von anderen IQOO-Smartphones auch schon kannten, doch die Hardware, die hier verbaut ist, oh Mann, die wünscht man sich doch eigentlich fast in jedem Smartphone. Warum dieses Smartphone jetzt wirklich so cool ist, ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich würde einfach sagen, los geht's. Das IQOO 10 Pro bietet ein 6,78 Zoll großes AMOLED-Display und damit nicht nur ein normales AMOLED-Display, sondern LTPO der dritten Generation. Und das bedeutet, die Bildwiederholrate ist nochmal variabler. Natürlich gehen wir nicht höher als 120 Hertz, aber dadurch, dass sie nochmal variabler ist, kann noch mehr Akku eingespart werden. Über das sprechen wir gleich noch. Dass wir hier QHD Plus mit dabei haben, HDR 10 Plus, abgerundete Kanten, all das dürfte für euch ehrlich gesagt nicht neu sein, wenn man über ein Top-Smartphone spricht. Nits im Peak von 1500 bedeutet eine maximale Strahlkraft, die euch wirklich flashen sollte. Ihr merkt, allein beim Display hat man schon einiges für uns geboten, doch das ist nicht das einzige Highlight, was wir hier mit dabei haben. Denn der Snapdragon 8 Plus Gen 1 ist logischerweise in diesem Smartphone mit verbaut. Naja, ich sage logischerweise, wir könnten uns natürlich auch einen MediaTek 9000 vorstellen, den wir beispielsweise im Vivo X80 Pro geboten bekommen, aber das schieben wir auf Seite. Diese Plus-Version hat einen großen Fortschritt gemacht und das ist nicht nur performance-technisch zu sehen, sondern auch was die Hitzeentwicklung angeht. Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Speicherkonfigurationstechnisch gibt es das Ganze mit 8 GB oder 12 GB RAM und dann mit 256 oder 512 GB. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, das ging mir jetzt alles zu schnell, schaut auch hier gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei, denn dort habe ich alle Produkte für euch verlinkt, wenn ihr sagt, hey, ich habe bereits jetzt schon Bock auf dieses Smartphone. Ein anderes Smartphone, das in diesem Jahr überzeugt hat, ist das Nothing Phone One. Wenn ihr Bock habt, dieses Smartphone zu gewinnen in dieser noch unausgepackten Schachtel, dann habt ihr Folgendes zu tun. Checkt entweder unten in der Videobeschreibung den Link zum Gewinnspiel ab oder schaut gerne hier oben vorbei, denn ihr könnt dieses brandneue, nagelneue, original verpackte Nothing Phone One gewinnen. Wenn ihr wissen möchtet, wie, los! Wenn euch bis jetzt schon das Display gefallen hat, ihr zufrieden seid mit dem Prozessor, ja, dann könnte euch die Kamera vielleicht schon den finalen Kick geben. Doch vorher muss ich noch kurz über Designsprache sprechen, denn das Ganze gibt es in schwarz und in dieser weißen BMW-Version. Ja, diese BMW-Version, die gab es schon in vielen Versionen vorher, aber man muss sagen, es ist extrem schön, ästhetisch auf jeden Fall und es ist natürlich mit BMW eine Optik mit dabei, hey, wo man sagt, das ist renommiert und angesagt. Der Kamerabump gefällt mir ehrlich gesagt auch, aber viel interessanter ist das, was hier noch mit verbaut ist. Denn wir haben eine 50 Megapixel Hauptkamera. Dahinter steckt die GN5 von Samsung und eine optische Bildstabilisierung. Das ist extrem, extrem cool. Das heißt, bei den Aufnahmen kann einfach nichts mehr verwackeln. Sehr schön. Darüber hinaus haben wir dann nochmal eine 14,6 Megapixel Telefoto-Objektivkamera mit einem dreifach optischen Zoom und nochmal eine 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Heißt, man hat hier hauptkameratechnisch extrem viel für uns geboten. Man bekommt dann nochmal eine 16 Megapixel Selfie auf der Front und ihr merkt, hey, für alle, die Spaß an der Fotografie haben, die dürften hier echt nicht enttäuscht werden. Sagt euch dieses Line-Up rund um die Kamera bereits zu oder sagt ihr, hey, das ist eigentlich Standardware, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Aber einen habe ich noch für euch. Und das ist nicht der 4700 mAh starke Akku, der, okay, verhältnismäßig Durchschnitt ist im Android-Bereich. Viel geiler, ja, wirklich geiler ist das Thema Charging. 200 Watt, 200. Ihr habt hier auf meinem YouTube-Kanal bereits das 150 Watt Charging im Realme GT Neo 3 gesehen. Okay, das war schon phänomenal. Aber jetzt 200, schnallt euch an, damit ist Charging in unter 10 Minuten möglich, wenn euer Smartphone leer ist und so schnell habe selbst ich mich im Bad nicht fertig gemacht. Dazu gibt es dann nochmal Wireless Charging und dabei haben wir hier dann 50 Watt und Reverse Charge mit 10 Watt ist ebenfalls mit an Bord. Also
Es wird extrem schnell, passt vielleicht auch ganz gut zu BMW. Was aber auch bei diesem Smartphone ganz gut passt, ist natürlich, dass wir Stereo-Lautsprecher mit dabei haben. Wir haben Origin OS Ocean mit dabei, aber bei uns ist das Ganze international unter FunTouch 12 bekannt. Also auch hier haben wir Android 12 mit dabei. Aber eines der großen Highlights an den Eco-Smartphones bzw. an den neueren Smartphones ist der Fingerabdrucksensor. Und ja, abgesehen davon, dass er schnell ist, ist das schon ganz cool. Aber die Fläche, die er einnimmt, ist noch besser, denn dadurch seid ihr nicht gezwungen, genau dort den Finger aufzulegen, wo ihr das Symbol angezeigt bekommt, sondern diese Fläche ist verdammt groß. Und das merkt man im Alltag, das ist ein echt cooler Vorteil, denn wie oft hatten wir schon die Situation, nicht genau draufgelegt, Scheibenglasse, ich konnte das Smartphone nicht entsperren. Jetzt habe ich euch ganz schön viel erzählt, was dieses Smartphone kann. Was es allerdings nicht kann, ist offiziell nach Deutschland zu kommen. Und damit haben wir wirklich das ganz große Problem. So cool dieses Smartphone auch ist, sowohl vom Design als auch von der Hardware her, kommt es nicht zu uns. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe da voll Bock drauf, schaut unten in der Videobeschreibung nach. Band 20 ist nicht mit dabei, das gilt es hier nochmal zu erwähnen. Trotzdem ist ein Import möglich und preistechnisch gestaltet sich das nämlich wie folgt. Ihr startet für die kleine Version bereits bei 787 Euro und das Ganze geht dann nochmal hoch auf 977, wenn ihr euch für die größte Speicherkonfiguration entscheidet und come on, das ist eigentlich echt safe, wenn ihr mal schaut, was ihr dafür eigentlich geboten bekommt. Natürlich ist es am Ende ein Importgerät, darüber möchte ich jetzt hier gar keinen Aufriss machen. Mich interessiert einfach nur, was kann dieses Smartphone und für mich persönlich ist es extrem cool. Und falls ihr jetzt sagt, hey, das waren jetzt irgendwie nur Specs, schnallt euch an, dieses Smartphone kommt zu mir auf den Kanal. Vielleicht ist das auch ein Grund, einmal diesen YouTube-Kanal zu abonnieren, Glocke zu setzen und vielleicht einen Daumen hoch, denn dann erfahrt ihr recht zeitnah, wie gut dieses Smartphone im Alltag wirklich ist. Wie immer sage ich vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.